Alle sprechen davon, dass Nvidia jetzt Apple an Marktkapitalisierung überholt hat, aber niemand spricht davon oder fast niemand, dass Gold den Euro in den Bilanzen der Notenbanken überholt hat. Also man hält mehr Value in Gold vor seitens der Zentralbanken als in Euro, und das hatte gute Gründe. Aber wir wollen uns jetzt mal das gesamte Bild anschauen an einem Tag, an dem wahrscheinlich erstmals die EZB seit dem Jahr 2019 die Zinsen senken wird, und das angesichts einer Marktentwicklung, die man vorsichtig formuliert als euphorisch bezeichnen könnte. Wir wollen uns mal die Frage stellen: Ist das, was bei Nvidia passiert, eine Blase? Und die Antwort ist jein. Ich denke, es wird so ähnlich kommen wie bei Tesla es jetzt kommt. Die Firma wird natürlich nicht verschwinden, aber die Hoffnungen, die man hatte, die werden sich nicht erfüllen. Bei Cisco hieß es, oh, die werden das Internet dominieren. Bei Tesla hieß es, sie werden den Automarkt komplett dominieren. Beides ist eher nicht passiert, und bei Nvidia wird nicht passieren, dass man diesen KI-Markt langfristig dominieren wird. Deswegen wird es da dann nach unten gehen. Früher oder später. Die Frage ist nur, wie weit wird sich die Blase noch aufblähen oder die Überbewertung aufblähen. Es ist teilweise eine Blase, aber teilweise natürlich hat das fundamentale Gründe. Man wächst ja sehr stark. Wir schauen uns die Gemengelage mal an. Das ist das, was wirklich eine Neuigkeit ist. Goldanteil bei den internationalen Devisenreserven steigt auf 17,6%. Das ist der höchste Stand seit jetzt 27 Jahren. Hat sich fast verdoppelt seit dem Jahr 2016 und ist hinter dem Dollar jetzt praktisch die größte Reservewährung. Und das alles macht natürlich Sinn, auch für die Zentralbanken, wenn wir uns mal diesen Chart anschauen, nämlich Gold zu Euro. Mit anderen Worten, Gold hat sich verdoppelt seit dem Jahr 2018 gegenüber dem Euro, oder man könnte es vielleicht klarer formulieren: Der Euro hat die Hälfte seines Wertes eingebüßt gegenüber einem Hard Asset, und das ist dieser Beginn des Vertrauensverlustes in Fiat-Geld. Das wird jetzt nicht besser, indem man beginnt, die Zinsen zu senken, denn dann wird eben diese Inflation, ob es eine Vermögenspreisinflation oder eine Verbraucherpreisinflation ist, wieder nach oben gehen, und das wird unsere Gesellschaften erschüttern. Dazu gleich mehr. Jedenfalls Nvidia jetzt das dritte Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen Dollar hat. Das ist fast so viel wie das deutsche BIP. Es gibt, glaube ich, nur 4, 5 Länder, die überhaupt 3 Billionen an BIP erreichen auf dieser Welt. Seit Jahresbeginn hat Nvidia jetzt 1,8 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen. Wir sehen, wie schnell das hier aufgeholt hat. Und jetzt ist die Frage, naja, was stimmt denn jetzt hier nicht an den Bewertungen? Nvidia hat einen Umsatz, der nur ein Bruchteil dessen ist, was Apple hat. Apple hat etwa 400 Milliarden Dollar an Umsatz. Wir könnten bei Nvidia sagen, naja, es sind 60 oder je nachdem, wie man es zählt, in den letzten 4 Quartalen 80 Milliarden. Man hat also ein Fünftel des Umsatzes. Und die Frage, was ist teuer? Wer ist teuer? Ist Apple zu billig? Naja, die Frage ist halt, wie kann ein Unternehmen zu billig sein, das nicht mehr wächst, sondern stagniert? Nvidia wächst, aber die Bewertungen sind gigantisch. Wie gigantisch, wollen wir uns gleich mal anschauen. Hier sehen wir die täglichen Market Cap Increases, meistens über 100, zwischen 100 und 200 Milliarden Dollar pro Tag. Und wie gesagt, Nvidia macht um und bei knapp 80 Milliarden Dollar oder hat knapp 80 Milliarden Dollar Umsatz, nicht Gewinn, in den letzten 4 Quartalen gemacht. Das wird also an einem Tag mal eben hinzugewonnen, was Nvidia in den letzten 4 Quartalen erreicht hat. Hier sehen wir das, 6% gestern die Aktie gestiegen. Man hat jetzt in 6 Monaten hinzugewonnen, was Amazon an Marktkapitalisierung hat. Man hat fast die Hälfte des Anstieges beim S&P 500 zu verantworten. Und wenn wir sehen, was gestern passiert ist, dann sehen wir, dass Nvidia so viel Umsätze hatte, so viel dieses Aktienvolumen oder das Handelsvolumen war so hoch wie die 10 anderen Aktien, die am meisten gehandelt wurden, zusammen. Also Berkshire Hathaway, Tesla,
AMD, Apple und so weiter, das hat man selten gesehen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Also alle wollen rein, dann kommt ja, glaube ich, am Freitag der Aktiensplit und so weiter und wird Dividende bezahlt. Hier sehen wir mal diesen Anstieg. Man ist außerhalb des Bollinger Bandes mit einer negativen Divergenz, aber klar, es kann und muss nur weiter nach oben gehen. Hier sehen wir das nochmal. Und hier sehen wir dieses ikonische Bild, wo Jason Wang, der Chef von Nvidia, der Dame auf die Brust sein Autogramm gibt. An dieses Bild wird man sich noch lange erinnern und wird das als typisch wahrscheinlich für den Hochpunkt einer Euphorie, einer KI-Euphorie sehen und wird das Ganze dann kritisch beleuchten. Hier sehen wir mal, im Februar waren wir noch bei 2 Billionen, im Januar bei 1,5 Billionen, vor einem Jahr bei 1 Billion. Jetzt sind wir bei 3 Billionen an Marktkapitalisierung bei einem Umsatz, wie gesagt, von 79,8 Milliarden Dollar in den letzten 4 Quartalen. Alleine in diesem Monat 1 Billion an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Also mehr als das, was Nvidia in 10 Jahren, in gut 10 Jahren normalerweise einen Umsatz macht. Kann man machen, aber ist natürlich früher oder später nicht mehr zu halten. Ähnlich wie damals bei Cisco, hier mal ein paar Ausschnitte, Business Week oder Fortune. Cisco, damaliger Chef John Chambers, sein neuer Plan, das Internet zu dominieren, to rule the Internet. Jetzt sagt man, ja, Nvidia dominierend Chip, wird auch immer so bleiben und so weiter und so fort. Ist John Chambers der beste CEO der Welt? Ist es zu spät, die Aktie zu kaufen? Und hier sehen wir mal links und rechts die ganz ähnliche Struktur, wie es damals bei Cisco war. Wir hatten dann so eine Konsolidierung nochmal und dann kam so dieser extreme Move nach oben. So ein Zufall aber auch. Und es ist auch Zufall, dass Cisco gestern auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen gefallen ist. Also zu jenen Aktien gehört, die derzeit mehr sind im S&P 500 als oder zu jenen Aktien gehört, die auf ihr 52-Wochen-Tief fallen, also praktisch tiefster Stand seit einem Jahr. Und es gibt mehr Aktien, die auf ihr 52-Wochen-Tief fallen, als auf ein 52-Wochen-Hoch steigen. Auch das ein bisschen ungewöhnlich, das haben wir schon gehabt, meine Damen und Herren, ein bisschen ungewöhnlich für eine solche Marktphase. Und so sehen wir, dass ähnlich wie 2008, 2009 eben es nur ganz, ganz wenige Aktien sind, wie in der Dotcom-Blase, die das Ganze mit nach oben ziehen. Das ist hier der Anteil der Aktien, die den Index outperformen, in dem sie sind. Und ja, es gibt natürlich einen Unterschied. Damals waren diese Momentum-Plays, nämlich in der Dotcom-Blase, waren Aktien, die praktisch unprofitabel waren, also die faktisch kein Geschäftsmodell haben. Das ist ja jetzt anders. Nvidia verdient ja Geld. Nvidia hat mit Microsoft, Google und so weiter extrem potente und kapitalstarke Kunden. Gar keine Frage. Und das macht diese Blase vielleicht oder diese Überbewertung vielleicht zu gefährlich, weil eben da mehr dahinter steht als die komplette Luftnummer in Internet-Bubble-Zeiten oder in Dotcom-Bubble-Zeiten. Hier sehen wir nochmal. Naja, jetzt haben wir 3 Aktien, die mehr als 3 Billionen wert sind. 5 Aktien stehen jetzt für 13,2 Billionen an Marktkapitalisierung und jetzt, wie Sven Henrik sagt, ist es ja unbedingt Zeit, jetzt die Straffung der Geldpolitik zu beenden, die Zinsen zu senken und einen neuen Lockerungszyklus in Gang zu setzen. Wir sehen hier den Goldman Sachs Financial Conditions Index. Der steht tiefer als zu Beginn der Zeit, als die Fed begann, die Zinsen anzuheben. Da kann man nur ganz herzlich gratulieren. Und wir sehen dieses Ungleichgewicht an den Märkten, was ich gestern schon angesprochen hatte. Dow Jones fällt zum S&P 500 auf den tiefsten Stand seit 2000. Beim S&P ist der Tech um und bei 30% gewichtet. Wir sehen der S&P über 1% im Plus, der Dow nur 0,25%, der Nasdaq dagegen 2%. Also das ist schon ein krasses Auseinanderdriften und wir sehen, weniger als 50% der Aktien im S&P 500 handeln über ihren 50-Tages-Durchschnitt, haben also praktisch eine negative Tendenz. Das ist ein extrem negativer Breath, wie die Amerikaner sagen, der ein bisschen stinkt. Hier sehen wir auch mal die Nasdaq-Aktien über ihren 5-Tages-Durchschnitt.
dafür, dass der Nasdaq auf Allzeithoch ist, sehen wir, dass das unteres Mittelfeld ist. Also es ist eine Story von ganz, ganz wenigen. Wir haben die Situation, wie gesagt, dass wir jetzt weniger Aktien haben, die ein 52-Wochen-Hoch erreichen, als auf ein 52-Wochen-Tief fallen, so wie eben Cisco. Und wir sehen, dass der Ausgang in den nächsten Wochen und Monaten schwierig war. Das war in der Regel negativ oder die weitere Performance war in der Regel negativ. Dann hat sich das Bild ein bisschen gemischt. Also schwer zu sagen, was da jetzt daraus folgen wird. Wahrscheinlich wird es mit Nvidia jedenfalls so kommen wie mit Tesla. Damals hat man ja gesagt, Mensch, Tesla, Nonplusultra, alle anderen werden dagegen eingehen. Jetzt ist man immer noch fast doppelt so hoch bewertet wie Toyota. Aber Tesla war ja mal mehr wert als alle relevanten Autokonzerne zusammen. Und wir sehen, wie das hier endet gerade. Die Geschichte von Tesla ist auserzählt, kann man sagen. Deswegen versucht jetzt Eleno ein bisschen auf KI zu machen. Aber wir sehen, wahrscheinlich dürfte es so sein, dass die Tesla-Aktie jetzt in den letzten 4 Quartalen hintereinander negative Kerzen hat. Das erste Mal seit 2015, 2016. Übergeordnet für die Märkte wird jetzt wichtig. Was passiert mit dem Dollar? Was passiert mit den Renditen? Und hier sehen wir ein Muster, das ein klassisches Muster ist. Wir brechen aus dieser Wedge nach oben aus. Dann kommt jetzt diese Korrektur. Und die Frage ist, geht jetzt dieses Chartbild, das wir hier sehen, wieder weiter nach oben? Wird also der Dollar stärker? Das wird eine entscheidende Frage für die Märkte sein. Hier sehen wir den S&P 500 auf Wochenbasis. Vielleicht ist da noch ein kleines, klitzekleines Müffchen nach oben drin. Kommen wir dann zur Trendlinie. Und bilden negative Divergenzen im RSI aus und da wird natürlich am Freitag die Non-Farm Payrolls und nächste Woche Inflationsdaten und Fed-Sitzung an einem Tag, nämlich am nächsten Mittwoch, und hier sehen wir mal, was die Optionsmärkte einpreisen, nämlich eine krasse Bewegung natürlich am Mittwoch, aber schon auch eine größere Bewegung morgen bei den Non-Farm Payrolls, bei den US-Arbeitsmarktdaten. Abschließend, bevor ich Sie ins lange Wochenende lasse, weil das nächste Video erst am Montag kommt, ein Freund von mir, der hat eine Karte bekommen für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland hier in München. Und der hat nicht um Zeige gehabt, dass das ja sein Hochzeitstag ist. Jetzt ist die Frage, hat jemand Interesse? Die Kirche ist in Bochum und die gute Frau heißt Katrin. Also, wer Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden. 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die EZB senkt Zinsen. Nochmal das Letzte, was Sie wissen sollten über die EZB. Gerne teilen diesen Artikel über Social Media. Und das Zweite ist, Nvidia überholt Apple. Wird das bald das wertvollste Unternehmen der Welt? Ganz klar. Meine Damen und Herren, das ist die 2. Empfehlung. Auch gerne bitte weiter teilen. Jetzt sage ich erst einmal Servus. Das nächste Video, ja, der Videoausblick am Montag. Ich sage Servus, ciao, gehaben Sie sich wohl.